Big Fish Games. Boom, Zap. Awakening, Schloss ohne Träume. Und damit herzlich willkommen zum Wimmelwochenende. Wir spielen, wie versprochen, Awakening, Schloss ohne Träume. Der erste Teil der Awakening-Reihe. Momentan gibt es meistens nach 6. Ich besitze davon die ersten 4 Teile. Hoffe, dass 5 und 6 gegen Ende des... gegen Ende Juni, so um den Juli herum, dann auch als Doppelpack gibt. Vielleicht gibt es auch schon. Ich habe da schon lange nicht mehr nachgesehen. Der vierte Teil ist auch schon wieder eine Welt her. Zwischendrin habe ich ein bisschen Awakening Kingdoms gespielt, aber ja, Free-to-Play-Titel. Bäh. Also legen wir los. Her story had been told and retold for years. Some said she was a myth. A human without magic could never survive in this world. But I knew we couldn't protect her forever. One day, she would leave the walls of this castle. One day, she would wake up. Was höre ich da? Prinzessin, bist du das? Ich bin hier. Ihr seid dort? Schmuckkästchen ansehen. Verschlossen, hier muss sich doch irgendwo ein Schlüssel befinden. Ah, da vorne, hier geht es zum Balkon. Betrachte das Kissen. Weicher Samt, der Königsfamilie angemessen. Kleiner Schlüssel. Er lag auf dem Kissen, als habe er nur darauf gewartet, genommen zu werden, zurück im Schlafzimmer. Kleiner Schlüssel. Ah ja, er lag auf dem Kissen, ja, toll. Den Sternen sei Dank, ich fühle mich, als habe ich 100 Jahre geschlafen. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen, Prinzessin. Ich bin Mira, die Dienerin der Feenkönigin. Ihr fühlt euch sicherlich benommen. Zaubersprüche können diese Wirkung haben. Hier, diese Nachricht der Königin ist für euch. Sie hat mich gesandt, euch zu helfen. Nachricht der Feenkönigin. Klar, ich nehme wieder auf und habe wieder was im Hals. Wie immer. In ihr heißt es, wir haben auf dich gewartet, mein Kind. Zweifelsohne hast du viele Fragen, deren Antworten du finden wirst, während du dieses Schloss erkundest. Mein Bote wartet draußen am Teich auf dich. Bitte überbringe ihm diese Nachricht, sodass ich weiß, dass es dir gut geht. Oh, mein erster Seite. Erwacht. Ich öffnete nach einem langen, traumlosen Schlaf meine Augen und fand mich in einem wunderschönen Raum. Alles wirkte vertraut und doch fremd. Die Luft scheint in einer Art Energie zu vibrieren. Als sei alles lebendig. Wo bin ich? Dieser Gegenstand könnte nützlich sein. Möchtest du dir die Einführung ansehen? Nein. Truhe, da ist kein Schlüssel oder Riegel an der Truhe. Oh, Sparung! Nur 6 Riefen. Nein, suchen wir doch mal das Zeug, was in die Aussparung reinkommt. Schmuckkästchen. Hier geht es zum Balkon, da oben ist noch was.
So, jetzt habe ich mich hoffentlich nicht zu laut eingestellt. Da ist das Letzte. Da ist das Letzte. Jetzt muss ich alles so oft anklicken wie nur möglich. Und bekomme die Sonne. Hier ist noch der Mond, nicht wahr? Brauchen wir auch noch. Ich bin eingeschlossen. Wie lässt sich das Tor öffnen? Ja, wie wohl? Mann! Wie lange war Mira da eingeschlossen? Der Spiegel ist alt und staubig. Staubbedeckt. Ich muss die Oberfläche säubern, um ihn zu benutzen. Jetzt können wir im Schrank wühlen. Ein Taschentuch, eine Schleife, ein Pinsel, ein Handspiegel, eine Halskette, ein Schmetterling, ein Schuh, eine Rose und eine Garnspule. Das war eine Rose. Schmetterling? Halskette, Spiegel brauchen wir auch. Ja, Handspiegel. Ah, eine Flasche, eine Sanduhr, ein Hut, ein Xylophon sehe ich noch, eine Pfauenfeder. Dekoration, ein Teddybär, da ein Schuh. Eine Garnspule. Echt dumm, dass ich das Spiel nicht im Vollbild spielen kann. Ich sehe hier kaum was. In unserem winzigen Fenster 1024x768. Das hier noch was? Nein. Eine Schleife. Achso, der Pinsel war hier oben. Den habe ich ja schon gesehen. Die gesehen und übersehen. Eine Schleife. Jetzt brauchen wir noch ein Taschentuch. Das ist ein Taschentuch? Nein. Das ist ein Taschentuch? Nein. Das ist Papier. Taschentuch ist immer so vielseitig, das kann auch ein Taschentuch sein. Und das hier auch. Dieser Gegenstand könnte nützlich sein. Dann. Was ist das dort im Spiegel? Zauberrune. Prinzessin, ihr habt eine Zauberrune gefunden. Sie pulsiert mit alter Magie, sogar älter noch als ich es bin. Es heißt, dass nur ein Mensch alle Runen wiederfinden kann. Die Legende muss wahr sein. Mond, Herz, Schmetterling. Es sind kleine Symbole in das Spiegelglas eingeritzt. Symbole im Spiegel. Ist hier alles verzaubert? Diese Symbole erscheinen auf dem Spiegel. Mira hatte sie in mein Tagebuch. Hat sie in mein Tagebuch gelegt. Danke, ich möchte keine neue Version von GeForce. Jetzt, hier haben wir jetzt das kleine Overlay von diesem Fenster. Im Spiel. Geh weg. So dass ich mich an sie erinnern würde. Durch meine Reflexion erhielt ich außerdem eine magische Rune, die alten Feenzauber besitzt. Wartet mal kurz. So, weiter geht's. Ich musste nur dieses Pop-up-Scheiß-Trick da wegmachen. Die Truhe ist nun leer. Wie lange war Mira da wohl eingeschlossen?
Ach, Schlafzimmer. Was? 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 Die Tür ist auf magische Weise zum Leben erwacht. Wie kann ich sie öffnen? Wir haben hier eine Sonne. Hier einen Mond. Oh, Sparung. Jetzt ist es da. Was bauen wir? Blume, Herz, Schmetterling. Ist noch die falsche Blume? Nein. Müsste es jetzt aufgehen. Hier geht es zum Balkon. Nein. Geh zum Flur des Südturms. Na also, Ranken. Tür. Ordne die richtige Reihenfolge an, um die Tür zu öffnen. Dies ist nicht die richtige Antwort. Balken. Hier ist eine Inschrift in der Feensprache geschrieben. Es heißt, nur eine Ballerina kann die... Nur eine Ballerina kann die Blume zum Erblühen bringen. Die Treppe ist eingebrochen, hier kann ich nicht nach unten gelangen. Hier oben haben wir noch die Farben. Engel. Ein Engel wacht über die Tür zum Südturm und versperrt meinen weiteren Weg auf seinen... Auf seinen Flügeln schimmern in verschiedenen Farben Juwelen. Gelb, grün, blau, violett oder lila und rot. Gelb, grün, blau, lila, rot. Gehe in das Gästezimmer. Musikbox. Das Ballett wird erst beginnen, wenn alle Tänzerinnen... Wo sind die anderen Ballerinas? Wenn alle Tänzerinnen da sind. Haben wir einen Teddybär? Ein Buch. Eine merkwürdige Gute-Nacht-Geschichte. Es sind vier mutige Tiere von Pinar. Warum die vielen Farben? Vier mutige Tiere. Es handelt sich um eine Kindergeschichte über vier mutige Tiere, die sich der dunklen Bestie von Pinta entgegenstellten. Ich frage mich, warum sie hier in verschiedenen Farben dargestellt sind. Teddybär. Obwohl wir gar nicht wissen, dass wir Teddybären sammeln müssen. 1, 2, 3, was könnte das bedeuten? Diese Präsentationsständer weisen nur 3 Pfotenabdrücke auf. Ach ja, jetzt darf ich ja schon. Vertausche die Kleidungsstücke, bis die Bären richtig gekleidet sind. Dieser Gegenstand könnte nützlich sein. Und da oben blinkt er überhaupt nicht. Eine tanzende Ballerina. Klicke, um fortzufahren. Beobachte die Ballerina und wiederhole die Noten, die sie spielt. Und wir bekommen
die Blumen. Kranz, die Blumen sind erblüht. Ist es in dem anderen Raum ebenso? Zurück zum Flur des Südturms. Magie der Ballerina. Nur eine Ballerina kann die Blumen zum Erblühen bringen. Und wie sie tanzte, nachdem ich ihr mit den Noten geholfen hatte, hielt sie stolz einen Blumenkranz hoch. Was ist dies für ein Ort, an dem Statuen tanzen und Blumen erblühen lassen? Dann wollen wir das hier. Habe ich noch was vergessen? Eine Ballerina zum Beispiel. Ausgestellte Bären, Musikbox, Märchenbuch. Den Hinweis habe ich aber schon. Ach stimmt, ich muss ja jetzt die Blumen einsammeln. Okay, wir haben alle. So, das hier muss auf alle Fälle hier hin. Die ist schon richtig. Lila, gelb, blau. Hier, gelb, blau. Blau, ich glaube hier in der Mitte. Ja, das passt schon so. Klicke, um fortzufahren. Dann schreiten wir durch das Portal zum Foyer des Südturms. Ja, die alten Möbelspiele, wo die Hilfen noch so starr sind. Bei Awakening Kingdoms ist schon alles schön animiert. Sprech mit der Wache. Nicht jetzt, Boris. Geh jemand anderen auf die Nerven. Ah! Ein Mensch! Warte mal, in diesem Schloss gibt es keine Menschen. Niemanden außer? Könnte es möglich sein? Die schlafende Prinzessin erwacht? Doch woher soll ich wissen, dass ihr es seid und nicht ein Murdoch-Trick? Ihr müsst es beweisen. Man sagt, dass ihr schlau seid. Ich habe diese Kobold Schachtel so verzaubert, dass nur die Prinzessin das Rätsel lösen kann. Könnt ihr die Schlüssel finden, die ich darin verborgen habe? Und damit kommen wir auch zu einem Minispiel, das sich auch nachträglich noch spielen lässt. Das Kobold-Jong. Funktioniert genau wie Mahjong, aber... Oh nein, Mahjong spricht man das kaum aus. Und jeder weiß, wie Mahjong funktioniert. Kinderleicht. Nächstes Level. Das hier brauchen wir noch so. Na, so war ich, hatte ich schon verkackt, aber wir brauchen ja zum Glück nur die Schlüssel. Das war wieder sehr blöd von mir.
nichts Neues. Probieren wir alles zu lösen. Doch. Das könnte. Das kommt hin. Dieser Gegenstand könnte nützlich sein. Bei Kris war es Glück. Ihr seid diejenige, auf die wir gewartet haben. Ihr habt einen schwierigen Weg zu gehen, Prinzessin. Nicht alle Kobolde werden so hilfsbereit sein wie ich. Ich werde euch nun den Brunnen wieder aufbauen lassen. Es gibt dort etwas, was für euch bestimmt ist. Bis zum nächsten Wiedersehen. Ein Stück Stein. Die Statue muss hier zusammengesetzt werden. Oh Mann, wie konnte ich das drehen? Oder waren das gar nicht alle Teile, die hier hinkommen? Nein, das gehört einfach da unten hin. Ah, da. So. Das kommt dahin. Flügelein. Ach, das kommt dahin. Ach, die Beine erstmal. So und so. Jetzt hier kommt die Blume hin. Das gehört noch zu den Flügeln hier. Das gehört noch hier hin. So. So, so und so. Dieser Gegenstand könnte nützlich sein. Jetzt fehlt es noch ein Steinfragment. Dies war einst ein Brunnen, doch die Steine sind zerfallen. Da. Und der Rahmen ist repariert, wenn man vom leeren Sockel eine Spitze absieht. Das Wasser fließt plötzlich wieder. Der Brunnen hat sich auf magische Weise mit Wasser gefüllt. All diese Jahre in der Truhe begraben. Begraben? Stand das echt dran? Stand echt begraben dran? Naja. Ist zumindest keine schlechte deutsche Übersetzung. Doch all diese Jahre in der Truhe begraben. Dieser Gegenstand könnte nützlich sein.